Wow, das ist ja richtig schön. Wo sind wir? Beim Aussichtspunkt. Mit den runden Kreisen, Leute, guck mal. Nee, das sieht aus, als ob ich so auf so ein Glas Wasser filme, Alter. Sturzlandung. Probier. Ich höre ein Geschenk bekommen. Ich kann schreiben, ein Freund versucht das gerade zu klären. Lagerfeuer-Guide. Ich zeige euch ein bisschen, wie das geht. Ich habe 300 Zutaten. Jetzt zünden wir erstmal das an. Das sind, glaube ich, Bananenpalmenblätter getrocknete. Jetzt zünden wir hier erstmal an. Ich habe jetzt keinen Feuerstein, aber das ist eh dumm, weil ein Feuerzeug ist eh besser, wenn der Wind nicht so stark ist. Das hier noch mal drauf, eine andere Zundersorte. Es dampft gerade nur so, weil das alles ein bisschen matt ist. Da noch ein bisschen Blätter drauf. Ja, das ist ganz speziell Raucharoma. Dann eine Menge kleines Holz. Und grobes Holz drauf. Und dann sehen wir uns gleich. Aber wir haben jetzt schon mal das kleine Holz schön fertig gemacht. Das heißt, wir brauchen nochmal diese geile Palmenholz und sowas. Ja, warte mal. Oder Pustnase, ja. Oh, Alter, ich habe hier richtig gutes Holz gefunden. Guck mal, wenn ich die hier reinlege. Zack. Und wenn ihr euch nicht dumm angestellt habt, dann habt ihr gleich Feuer. Drei Zundersorten. Okay, Mann. Hey. Das war meine Zähne. Irgendwie ein Skelett. Ah, ja, was auch für ein Skelett. Was auch für ein Skelett. Hallo. Gdy nad Wrocławiem dzień się budzi, w rynku budzą się kamieniczki. Na wieży ratusza złoty zegar się budzi, wybijać szczęśliwe godziny. A nad fosami skopanymi zieleni snują się zakochani i mówią sobie, że nigdzie na ziemi nie można tak kochać bez granic. No po szynach niebieskie tramwaje, bez wrocławskich ulic, to ale to już nie moje. Da, ein bisschen Bambus rauf. Zack. Mal gucken, ob das gut brennt, ein Bambusstock. Bambusmoker. Ja. Das geht ja wirklich. Ich dachte, das.
Puste mal! Nee, da ist es. Doch, doch, warte! Geht immer noch nicht, schade. Schade. Ist eigentlich cool, wenn man. Puste. Sagen wir mal, hier ist Andi, hier ist Mercedes, hier ist die schöne Sonne, da hinten ist eine Katze. Hier, guck mal, da ist eine kleine Katze, die füttern wir die gerade die ganze mit leckerem Fleisch. Und wir haben hier einmal, ja, gerade ein Feuer gemacht, wir kochen jetzt erstmal gleich schön. Gebäckbeans, ja. Mit Chili-Beans, mit Wurst, Genau. Mit Zwiebeln. Ja, ja, okay, passt schon. Schnell weg mit dem, ne? Hier ist Mercedes Zelt, da pennt die schön. Wir haben hier unsere Hängematten. Da rennt Andi. Jesus Christ. Hey. Wir haben Essen. Legst du hoch, dann legst du dich wieder. Hier schöner Sonnenplatz. Ja, ich muss schon aufpassen, dass er nicht weggeht. Bitte. Oh yeah. Heiß. Wo sollen wir überhaupt essen, Leute? Boah, ich hab keine Ahnung, Mann. Wirklich nicht. Ich lieg jetzt schon in der Hängematte. Das ist Andi Hängematte. Da ist Mercedes. Die schläft auf dem Boden. Ey, das hört sich so fies irgendwie an gerade. Hm, komisch. Aber hier, die hat ein Zelt dort hinten. Ja, das ist voll schön hier. Da unten haben wir so eine Überdachung. Das ist genau sowas auch wie hier. Ja. Wir werden das überleben. Wir haben jetzt einen Tag geschafft und bleiben jetzt noch ein paar Tage, noch eine Woche. Ja, das sieht noch richtig schön. Do it! Geil! Er nimmt uns mit! Let's do it! Jetzt einen Aussichtspunkt angekommen. Nabe high. Nabe high. Nabe high. So, hier haben wir einen Burger mit Avocado und Erdnussbutter. Hier haben wir einen Optimisten, einen Realisten und einen Pessimisten. Achso, Entschuldigung. Alles scheiße hier. Und einen Knochen. Ja, der Pessimist hat auch nichts zu essen. Hast du wirklich? Wir sind Taschen, oder? Aber egal. Hier. Das ist es. Geil. Thank you. Hammer. Was? Oh, ja. Ich hab erst Frisse mit Sahne. Habt ihr mich angesehen? Wo ist der? Der war doch eben noch hier. Überall irgendwas. Dann machen wir dich. Jo.
Lecker, ne? Ja, ich habe Minze gefunden, Leute. Hier in Portugal, wahrscheinlich bei euch leider nicht, aber im Laden holt euch Minze, weil es ist so lecker. Ihr könnt da einen Tee rausmachen. Ja, es sieht so aus. Und ihr könnt die Blätter essen. Es ist halt gut für den Hals, ist gut für Mundgeruch. Es ist wirklich einfach nur toll. Mehr will ich nicht sagen. Aber pass auf, ne? Esst immer das Richtige, macht euch schlau. Oh mein Gott, die eine. Achso, du nimmst auf? Ja. Achso. Hallo! Für Familie! Von Familie! Das ist nochmal so ein schönes Video. Zähl es, mach mal Erdnussbutter rein. Zähl es, mach mal Erdnussbutter jetzt rein. Ja, wir essen gerade. Ja, ich wollte. Ja, da hinten die Kühe. Da hier ist Michas Löffel. Da ist mein Löffel, ja. Was Andi und ich teilen muss, weil er seinen Löffel vergessen hat oder verloren hat. Wer? Ja. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Tschüss! Ja, und Portugal ist voll scheiße. Hier, guckt euch das an. Es ist halt wirklich nicht schön, ne? Ne, wirklich. Die Kühe, du musst die Kühe nochmal dazu aufnehmen. Was wolltet ihr sagen? Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Nee, leider sagen die was nix. Aber ja, hier ist wunderschön, Leute. Leute, die Sonne ist gleich unter. Sau. Du Sau, du. Du Sau. Mal reinschütten? Ja klar, Mann. Du bist so ein Genie und deswegen bist du unser Held. Ich weiß, warum man das europäische Hawaii nennt. He's answering! Lass schon! Alter, jetzt schüttest du das. Komm. Wir haben Bier bekommen? Keine Ahnung, was hier passiert ist. Und alles umsonst.